Achtelfinale der Europameisterschaft in Frankreich. Ja, endlich ist es soweit. Es wird spannend. Ja. Nach dieser unsäglich langen Vorrunde geht es jetzt endlich mal in die heiße Phase. Und Deutschland ist mit dabei. Natürlich. Spielt im Achtelfinale gegen die Slowakei. Und wie wir gerade mit Erschrecken feststellen mussten, fehlt in FIFA. Und wir spielen jetzt PES. Genau, also die Slowakei ist in FIFA nicht dabei. Und ja, deswegen müssen wir jetzt Pro Evo halt spielen. Und der erste Schock, es regnet. Ja, dann geht's los, würde ich sagen. Dann geht's los. Jawohl. Ich bin ja mittlerweile völlig verwirrt. Ich spiele ja normalerweise FIFA, jetzt PES 16. Auf der E3 habe ich PES 17 gespielt. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt am besten kann. Nein! Da war es das 1-0 gewesen. Götze aber gleich in der ersten Minute. Götze! Soll ich dich jetzt eigentlich gewinnen lassen oder wie machen wir jetzt das? Nee, also da so weit kommt's noch, ja. Ui! Ei! Ah, zu kurz. Zu kurz, ja. Ja! Der Ball ist verhupft. Verhupft. Nice! Ach, Mann. Ich kann das nicht dosieren. Oh Mann, wieder vorbei. Ja! Mann! Özil! Ach Mann! Ein gelungener Pass ins Niemandsland. Oh. Danke. Schlechter Einwurf, aber ich habe ihn wieder. Hast ihn dir geschnappt? Ja. Was war denn das? Ja, kannst du dir merken, das Ding. Also. Mit 22 ist es schon. Also. Mann, wieso läuft denn der nicht? Du kriegst auch graue Haare, wie ich dich hier zerlege. Ja. Ja. Was macht denn der Boateng da vorne? Was macht denn der Götze da ständig mit seinen Schüssen, die Karim Abdul-Jabbar gewidmet sind? Ja. Für alle, die es nicht wissen, das war mal ein Basketballspieler, der war 2,20 Meter groß. Ja. Oh, was ist denn das? Spätestens seit Overwatch weiß ich, dass David richtig fluchen kann beim Spielen. Ja. Ja, muss er manchmal auch sein, also. Du hast da teilweise das Headset zerlegt. Oh, wo spielt denn der hin? Zu mir! Jetzt. Oh Mann! Was für ein Brett! Ja, gegen das Bollwerk kommst du halt nicht an. Gegen das Griddel. Ich hasse das so, wenn man auf Schuss drückt. Was ist denn das? Und dann dauert es noch ewig, bis er mal schießt. Wenn man eh schon keinen Platz hat. Zack, rausgedroschen das Ding. Komm, jawoll. Neuer. Oh, jawoll. Was ist, da ist das Ding. Was ist denn das für ein Patzer vom Neuer hier? Ja, das war kein Patzer, das war brillant gespielt. Das war einfach neuer Dummheit. Virtuelle neuer Dummheit. Nee, das war dein Unvermögen. Der ist von alleine rausgekommen, ich habe nichts getan. Och. Guck, das war brillant gespielt. Jetzt, ja, der Pass war schon brillant. Zack, und dann habe ich mit dem. Aber wenn er jetzt drin geblieben wäre. Jetzt kommt ein neuer. Und hier, zack, vorbeigelegt.
besser kann man es nicht machen. Also wenn ich mit so viel Elan in eine Grätsche gehe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn mich da dieser Bananenstürmer da von der Slowakei stehen lässt. Hier, guck, zack. Ja, ja, gut, also. War brillant, also das musst du schon zugeben. Ja. Oh nein, mein Controller ist kaputt gegangen. Was? Ja, wie ist der diese Sticks, die da drauf sind. Ich leg's einfach mal hierher. Ich bin mal so unfair und fange schon mal an. Ja, okay, danke für den Ball. Nein, verdammt. Ach du meine Güte. Oh, oh Mann, ich bin extra an die Ecke gesprungen, ey. Mein Glück. Gibt's doch nicht. Gerade so. Ich habe ihn schon vorbeigehen sehen, weil der Balken war schon rot. Wirklich? Schau's dir an. 2-2. Jetzt gleich 3-2. Guck, schau, der war an der gut richtigen, der platziert. Der ist. War an der richtigen Ecke. Den hält meine Oma. Ganz ehrlich, da kannst du den Stuhl reinstellen. Den hätte meine Oma mit der Mütze gehalten. Oh Mann, ey. Oh. Nichts da. Guck, der Neuer hier, was der kann. Kann Bälle wegschießen. Hier, guck, so war das vorhin geplant. Mann. Heiliger! Das war Bein gespielt. Das war Bein rausgerupft. Nicht Bein gespielt. Der war abgefälscht. Der war nicht schlecht geschossen. Der war abgefälscht. Ja, das sah aber extrem lustig aus. Hast du den Island-Kommentator gehört? Den habe ich gehört, ja. Fand ich sehr brillant. Sehr cool, ne? Oh. Oh! Siehst du, so funktioniert das? Das meine ich. Ja, ich habe schon längst gedrückt und er macht nichts. Hast du gerade Auswerfen angedeutet? Mhm. Muss lieber, dass das geht. Tja. Was soll das überhaupt bringen? Naja, du bist verwirrt, siehst du? Ja, völlig. Ich verliere jetzt 8-0, weil ich von dieser Aktion so verwirrt war. Ja, du wirst jetzt 40 Minuten lang nur verwirrt sein. Ja, pass ihn 80 Kilometer ins eigene Feld zurück. Oh, das oh. Gibt's doch nicht, ey. Ganz ehrlich. Das gibt's doch nicht. Da war jetzt Feuer drin, mein Lieber. Und gleich läuft der Konter. Ja, und wieder die Blutgrätsche ausgepackt. So spielt der David. Das ist seine Taktik. Ja, kannst dir merken, das Ding. Der war geil geschossen. Ja, ja. Da kannst du ein Fahrrad hinterher werfen, also ganz ehrlich. Hier, schau mal, richtig gut gestoppt und dann der zack. Zack und dann Oberrang Reihe 84. Karim Abdul-Jabbar hatte den gefangen. Ja, genau. Ich muss nichts mehr dazu sagen und es gibt nicht mal eine Karte. Es gibt nicht mal eine Karte. Wahrscheinlich hat sich der Schiri gedacht, die 8 Fouls vor, die waren so krass, da ist das noch halbwegs im Rahmen. Wenn ich deswegen faul ich dich, weißt du? Genau. Weil ich genau weiß, was da rauskommt. Ich spiele wieder du. Ja, genau. Sind deine ganzen Freunde mit drin, ne? In Doom als Gegner. Deine Familie. Oh Mann! Jetzt aber! Ach, kannst du merken, das Ding. Kannst ein Fahrrad hinterher werfen. Ja. Oder Brot dranhängen, dass er unterwegs nicht verhungert. Die besten Sprüche hat er sich aufgehoben. Ja, die haben wir heute alle aufgehoben. Alle rausgeschrieben und auswendig gelernt. Jawohl.
Da habe ich jetzt extra deinen Pass antizipiert, ja, und da läuft halt einfach vorbei. Nichts mit Verlängerung. Das kann nicht wahr sein. Götze, 89. oder was ist, welche Uhrzeit ist? Kurz vor knapp auf jeden Fall. Deutschland ist im Viertelfinale. Gutes Spiel. Ja, vielen Dank. Ja. Auch wenn du unfair gespielt hast. Ich habe überhaupt nicht unfair gespielt. Jetzt hängt es an der deutschen Nationalmannschaft, ob wir nochmal ein Deutschland-Display haben. Aber 3-2 klingt gut. Ja. 3-2 klingt gut, wenn es so ausgeht. Würde dann im Viertelfinale entweder Spanien oder Italien winken. Die beiden Angstgegner. Ja. Aber wenn ich gegen dich spiele, kein Problem. Ja. Und wenn es soweit ist, dann sehen wir uns wieder im nächsten Let's Play. Genau, ciao.